I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So Leute, ich habe jetzt schon gefrühstückt, mein Make-up gemacht, meine Skincare und alles andere. Ich werde jetzt noch als letztes meine Haare aufmachen. Das habe ich extra für jetzt gelassen, weil meine Haare sich sehr schön auszeigen. Da habe ich wenigstens ein bisschen mehr was von. Also hätte ich es morgens um 6 Uhr direkt rausgemacht. Wären jetzt zum Schulanfang gleich schon direkt weg gewesen. Deswegen sprühe ich mir auf jeden Fall jetzt Haarspray in die Haare erstmal. Ich hoffe, das kann man so machen. Ich habe keinen Plan, ob das was gebracht hat. Auf jeden Fall kleben jetzt meine Schulter und ich habe Haarspray eingeatmet. Aber wir machen das gute Stück hier jetzt auf. So Leute, ich bin jetzt fertig. Die Seite ist so viel besser als die. Also die ist irgendwie voll verknotet. Das war auch voll der Kampf, die aufzubekommen. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich hier diese Knoten wegbekomme, ohne die ganzen Locken auszukämmen. Aber ich mag es eigentlich sehr gerne. Und dann chill ich jetzt aber noch ein bisschen, weil ich habe noch über 20 Minuten, bis ich los muss. Und genau. Mein Auto zeige ich entweder gleich oder nach der Schule. Muss ich mal gucken, wie sich das am besten ergibt. Aber ich brauche auf jeden Fall noch Schmuck. Und dann bin ich fertig. Hallo Leute, ich bin wieder zu Hause, muss gleich aber wieder zur Schule hin. Ich habe gerade nämlich nur eine Freistunde bzw. 3 und deswegen bin ich nach Hause gekommen. Also wir haben halt heute direkt Erdkunde im Fall und genau, ich habe die Aufgaben schon in der Schule erledigt und jetzt bin ich halt zum Mittagessen nach Hause gekommen und muss gleich wieder hin für Kunst. Der 3-mal-Stundenplan ist richtig Arsch. Also ich war auf Schlimmes vorbereitet, aber auch nicht so Schlimmes. Also das Ding ist, die Fächer gehen ja voll. Also ich habe ja die Fächer auch gewählt, die ich wollte. Also ich habe jetzt kein Fach, wo ich so sage, boah, da will ich nicht hin, das will ich mir nicht geben. Meine Lehrer sind eigentlich auch sehr gut. Also habe ich von anderen Leuten gehört. Ich kenne Lehrer ja alle nicht. Also bis auf ein paar. Aber da werde ich mein eigenes Bild erst bilden, bevor ich da irgendwie urteile. Aber ich habe so oft lange Schule und dann bin ich halt erst um 16 Uhr zu Hause, weil die 9. Stunde geht bei uns bis 15.50 Uhr. Bis ich zu Hause bin, ist einfach schon 16 Uhr und da kann ich halt nichts mehr machen. Finde ich ein bisschen kacke. Ich kann euch gerne gleich meinen Stundenplan zeigen. Also ich werde ihn gleich eintragen. Also entweder jetzt oder noch nach Kunst in meinen Kalender. Und halt irgendwie noch in meinem Zimmer irgendwo hinhängen, damit ich nicht immer alles auspacken muss, wenn ich mal gucken will. Dann kann ich euch den auf jeden Fall zeigen. Aber der ist nicht so cool, weil ich habe so oft lange Schule. Irgendwie 4-mal die Woche habe ich 9 Stunden und nur Freitag 6. Und in der B-Woche sieht es ein bisschen anders aus, aber ja, muss halt alles nicht sein, ne? Kleines Update zu meinen Haaren, so sehen die mittlerweile aus. Also hier die Seite ist noch gut, die andere hat sich aber komplett rausgegangen. Deswegen kämme ich die jetzt einmal durch, dann sehen die wieder ein bisschen fresher aus. Dann möchte ich noch diese Mascara, das sich unter meinem Auge weg. Dann esse ich was und fahre gleich mit dem Fahrrad zur Schule. Ja, wie gesagt, wir haben noch Kunst. Das war halt eigentlich voll okay. Also, ich habe schon ein paar Leute gefunden, mit denen man so halt reden kann. Also, ich war jetzt nicht alleine oder so, zum Glück. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Und irgendwann gucke ich mir das Video so in einem Jahr an oder so. Und einfach alles ist anders. Beziehungsweise, ich habe mich dann da eingelebt, weil es war halt schon komisch, an einer neuen Schule zu sein. Weil ich war jetzt 6 Jahre an meiner alten und es ist halt schon eine Umstellung. Ich zeige jetzt nochmal kurz mein Outfit, also den Trenchcoat habe ich gerade nicht an, der ist aber von Veromoda. Dann habe ich hier dieses Top, das ist von H&M, meine Ohrringe sind auch von H&M. Und diese Jeans hier ist auch von Veromoda. Und die Schuhe, die ich anhatte, die habt ihr auch gesehen, die sind von Puma, genau.
Ich habe hier noch dieses grüne Armband, das habe ich in Italien gekauft. Genau, ist ziemlich basic, aber ich mag es sehr gerne. So, Freunde, ich bin weg zu Hause. Ich war gerade noch bei Oma und Opa. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich war aber erst nach 4 Uhr zu Hause und das ist wirklich krank. Ich habe in der A-Woche einfach 4x9 Stunden Schule. Ich habe inzwischen zwar auch teilweise Freistunden, aber das ist trotzdem so viel. Einfach, weil ich danach ja nicht wirklich was machen kann. Ja, ein bisschen doof, aber kann man nichts machen. Andere haben es schlimmer und ich hätte ja auch 10 Stunden haben können. Das wäre noch krasser gewesen. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch Fotos mit meiner Mama draußen im Garten. Und da muss ich noch meinen Stundenplan notieren. Oh ja, das war's, glaube ich. Ich habe auch noch Englisch-Hausaufgaben bekommen heute und Erdkunde auch. Aber Erdkunde habe ich schon in meiner Freistunde erledigt. Beziehungsweise wir hatten wegen Erdkunde eine Freistunde, weil Erdkunde ausgefallen ist, habe ich meine Aufgaben gemacht. Ich muss jetzt nur noch Englisch machen. Aber das kann ich auch die Tage machen, weil ich habe morgen kein Englisch. Ich freue mich aber sehr, sehr, weil ich habe morgen Russisch. Und ich habe Russisch seit der 8. Klasse nicht mehr gehabt. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es cool wird. Ich freue mich sehr. Und ich habe auch schon ein paar Leute kennengelernt in der Schule. Und ich fand es richtig, richtig gut. Also als ich in die Schule gekommen bin, dachte ich mir so, was mache ich hier eigentlich? Aber im Laufe des Tages hat sich dann alles gelegt. Und ich bin sehr, sehr, sehr happy gerade. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand auch nicht so schlimm, dass ich erst so spät zu Hause war. Einfach, weil Schule irgendwie schön war. Und ich habe ja auch nur Fächer, die ich wirklich mag. Weil ich habe ja meine Fächer selber gewählt. Und deswegen habe ich das nicht so, dass ich mir so denke, boah, heute habe ich richtig Kackfächer, heute will ich nicht zur Schule. Beziehungsweise heute habe ich in der 7., 8., beziehungsweise 8., 9. dann richtig Kackfächer, habe ich gar keinen Bock, weil es ich weiß nicht, irgendwie sind alle Fächer halt einfach cool, deswegen ist es eigentlich halb so wild. Aber genau, ich mache jetzt auf jeden Fall Fotos und dann muss ich meinen Stundenplan auf jeden Fall ausschreiben. Wir haben auch schon irgendwie 19 Uhr oder so, ich esse gleich und dann chill ich ein bisschen, genau. Leute, mein neuer Rucksack ist da. Oh mein Gott. Ich habe mir einen Rucksack bestellt, den ich schon super lange haben wollte. Und ich freue mich richtig. Ich mache den jetzt sonderlich auf. Der ist einfach nicht eingepackt oder so. Der ist einfach so da drin. Das ist hier auf jeden Fall dieser hier von Ergobag. Ich wollte so lange einfach einen schwarzen, schlichten Ergobag haben. Und ich habe jetzt endlich alle, die freuen mich so sehr. Das Modell heißt auf jeden Fall Back to Work. Und ich probiere den jetzt zusammen mit euch an. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Bücher reingetan. Und so sieht er aus. Und ich finde den super. Ich werde gleich packen. Oh mein Gott, ich mache hier noch ein Bad zu meinem Backpack. Also ich denke, ich werde noch ein bisschen so meine Sachen feiner nicht eingepackt habe als im Back-to-School-Video, weil so, wenn man zur Schule geht, merkt man, manche Sachen braucht man, manche Sachen doch nicht. Deswegen kommt in ein paar Wochen ein Bad zu meinem Backpack, aber ich freue mich, oh mein Gott. So Leute, ich habe meine Stundenplan zweimal notiert, einmal in meinem Kalender und einmal auf so einem Zettel. Den kann ich dann irgendwo hinhängen. Ich habe mich zweimal verschrieben, aber das ist eigentlich auch egal. Genau, eigentlich ist das schon mies, mies ehrenlos, weil ich habe fast jeden Tag in der A-Woche 9 Stunden. Dazwischen natürlich auch Freistunden, also zumindest am Montag. Aber ist halt trotzdem richtig kacke. Also in der B-Woche habe ich auch einmal, zweimal Freistunden. Aber an sich geht es ja, weil es sind eigentlich alles gute Fächer, die ich habe. Ich habe die auch selber gewählt. Aber ich bin halt immer dann erst um 16 Uhr zu Hause und dann kann man eigentlich gar nichts mehr so wirklich unternehmen. Deswegen ist das ein bisschen schade. So Leute, das war es jetzt auch schon tatsächlich mit diesem Vlog. Ich mag ihn sehr, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Wochenende und es wurde auch wirklich richtig mal nötig. Der erste Tag ging noch voll, aber Donnerstag und Freitag waren so unfassbar anstrengend. Ich werde am Montag, also übermorgen tatsächlich, aber anfangen, einen neuen Vlog zu filmen, und zwar einen Weekly-Vlog. Deswegen, falls ihr den nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr. Ciao, Leute!